Geschätzte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, it's a pleasure to welcome you here on behalf of our Minister, the Minister for Transport, Innovation and Technology. It's good to have you all here, and it's good to hear that this conference is fastly growing in its importance. Meine Damen und Herren, Herr Bürgermeister, Sie haben hier eine Juwel begonnen hochzuziehen mit dieser Konferenz. Es ist eine Konferenz mit den richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt und auch einem guten, richtigen Ort. Graz ist bekannt in Österreich als ein Pionier, als eine Pionierstadt in vielen Urban Green Technologies. Herr Kremliska, Sie haben vorher angesprochen, die Megatrends. Megatrends wirken. Nur wir in Österreich haben es bisher nicht, oder viele in Europa oder Mitteleuropa haben es nicht bemerkt. Wir wissen natürlich aus den vielen internationalen Berichten, Studien, wie schnell sich das Bevölkerungswachstum verändert, wie schnell Migration beginnt zu wirken, Migration into the cities. Jede Woche, geschätzte Damen und Herren, zieht 1 Million Menschen auf diesem Globus in die Stadt. Das allein sagt sehr viel. Und wir wissen aus allen UN-Statistiken, dass die Weltbevölkerung weiter wachsen wird, mindestens bis 2050, 2060. Das ist, und die Schlussfolgerung daraus liegt auf der Hand. Migration in the city und Bevölkerungswachstum, das Schicksal dieses Globus wird in den Städten entschieden. 75% der globalen Greenhouse Gas Emissions finden in den Städten statt. Dort müssen wir ansetzen. Technologien werden weltweit heute entwickelt. Österreich ist hier mit in einer führenden Position in einigen Bereichen. Wir sind ein kleines Land, wir können nicht überall top sein. Aber wenn wir schauen heute auf das Thema Niedrigenergiehaus, Passivhaus, energieproduzierende Häuser, dann ist Österreich hier weltweit mit an der Spitze. Wenn wir wissen, dass eine Energiewende und eine Energiezukunft nicht passieren kann ohne intelligente Stromnetze, dann ist Österreich hier mit an der Weltspitze, nicht nur in Europa. Wir führen derzeit in Österreich das größte gesamteuropäische Forschungsvorhaben mit 27 Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Das heißt, wir haben die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt und auch richtig reagiert. Man tendiert, wenn man auch in die vielen internationalen Berichte hineinschaut, und ich habe vorhin gerade ein paar Highlights angerissen, man tendiert sehr gerne dazu, das alles als eine negative Entwicklung zu interpretieren. Vielleicht auch manche da und dort fast als Katastrophe. Ich glaube, was unser Zugang nur sein kann zu diesen großen fundamentalen Änderungen, ausgelöst durch diese Megatrends, ist sie als Chance zu begreifen. Ich weiß, das ist manchmal ein etwas abgegriffener Begriff, ja, Krise als Chance, Challenges als Chance. Ich glaube ganz bestimmt daran, und wir in Europa glauben daran, denn wir wissen, dass diese Umstellung, diese Transformation, vor der wir stehen, und die wir aktiv betreiben müssen, wollen wir das, was in Paris im Herbst beschlossen wurde, dass wir tatsächlich weltweit uns anstrengen werden, die Klimaziele zu erreichen. Wenn wir das als Chance begreifen, glaube ich, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Green Jobs, glaube ich, ist das, was wir brauchen. Und ich gestehe gerne zu, und da schließe ich mich dem an, was der Herr Moderator vorher gesagt hat, den richtigen Fragen zu stellen. Ich schließe mich gerne an, dass wir nicht alle Antworten haben. Wie diese große Transformation, vor der wir stehen, wirklich stattfinden wollen. Ein kurzer Satz dazu. Urban Europe, wurde vorher bereits angeführt, ist eine Initiative von mittlerweile 22 europäischen Staaten, die meisten davon aus der EU, die bedeutende Forschungsmittel aktivieren, zusammenlegen und aktivieren, um sich diesen großen Fragen zu stellen. Und eine entscheidende Forschungsfrage ist, wie können wir das System transformieren? Ich gebe zu, wir haben sicher nicht schon alle Antworten. Aber dazu sind auch diese Konferenzen da, miteinander zu diskutieren, Ergebnisse zu vergleichen und
den Weg fortzusetzen, der, glaube ich, nur dieser eine Weg uns gehen kann. Wollen wir wirklich eine dramatische Entwicklung im Klima verhindern, dann ist es in diese New Urban Futures zu nutzen für eine Transformation durch den Green Economy. Meine Damen und Herren, geschätzte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich beglückwünsche den Bürgermeister und die Organisatoren für die großartige Arbeit, die sie gemacht haben. Jetzt ist der große Tag gekommen, wo man hier sitzt, diskutiert und hoffentlich auch neue Lösungen auf diesem Weg, den ich vorher kurz skizziert habe, findet. Meine geschätzten Damen und Herren, it's a pleasure to have you all here, as I've said. Feel highly welcome. Have a nice conference and feel good here in Graz. It's a good city. Thank you.